Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Andachten über das Gebet von Martin Luther. Der heutige Titel lautet: Hast du schon gebetet? Herr, lass meine Klage vor dich kommen. Unterweise mich nach deinem Wort. Psalm 119, Vers 169. Viele Menschen meinen, wenn sie ihre vorgeschriebenen Gebete abgelesen haben, dann hätten sie wirklich gebetet. Fragt man sie aber, was und worum sie baten, so wissen sie darauf nichts zu sagen. Das war aber dann kein wirkliches Beten, und so sollte man es nicht machen. Vielmehr sollte man Gott, dem Herrn, seine Not geradewegs klagen. Vielleicht so oder so ähnlich. Ach, lieber Herr, es plagen mich Hochmut, Unduldsamkeit, Zorn, Neid und böse Begierden. Und wenn du damit nicht zu sehr angefochten wirst, kannst du sagen, mir fehlt es an Demut, Duldsamkeit, Friedfertigkeit, Keuschheit. So kannst du alles nennen, was dir fehlt. Besonders all das, worum es im Vaterunser geht, dass wir leider nicht die Ehre Gottes suchen, sondern in allen Dingen uns selbst, dass wir unseren eigenen Willen durchsetzen wollen und so weiter. So habt ihr auf jeden Fall Gründe genug, um für euch selbst, eure Nächsten und für die ganze Christenheit zu beten. Und weshalb man Gott, den Herrn, billigerweise zu aller Stunde mit blutigen Tränen anflehen sollte.